Pokémon, Jungs, und andere, die meine Gurke gewinnen können, dank Neon Sign. Neon Science ist ein internationales Unternehmen dafür gemacht, dein perfektes Neon-Schild zu produzieren. Ob ein bestimmtes Design oder ein einfacher Schriftzug, durch die 10 unterschiedlichen Arten an personalisierbaren Neon Signs machen es die Kollegen möglich. Meine Gurke ist einfach aufgebaut, well-listed, das heißt, es gibt keine Gefahr zu sterben, Jungs, überall hin lieferbar, mit Fernbedienung und Adapter ausgestattet, in Originalgröße. Und natürlich zuletzt von mir angefasst. Und jetzt das Beste, ihr habt die Chance, dieses gute Stück zu gewinnen. Einfach mir und dem verlinkten Account von Neon Sign folgen und ich will die Gurke kommentieren. Checkt auf jeden Fall auch den Link in der Beschreibung ab, da gibt es nämlich aktuell 50% auf Custom Neon Sign Schilder. Das Gewinnspiel wird in 1-2 Wochen aufgelöst, also viel Glück, ihr Rammler. Mein Leben ist ein Schweißfleck. Holt euch die Gurke, gewinnt die Gurke. Holt euch die Gurke und gewinnt die Gurke. Holt euch die Gurke. Warum alle Epilepsie krank? Holt euch die Gurke. Warum sehen meine Haare heute so speziell ausgedünnt aus? Keine Ahnung, Jungs. Let's go. 5M. Seid ihr bereit für ein kleines bisschen Trolling-Schmoling? Monthly am 2.8. Chill life. Ich brauch Liebe nur von dir. Sie braucht die Liebe für den Wert. Mach die Musik während des Ladebildschirms immer aus, um zu zeigen, wie scheiße die ist. Ah, ich trolle. Ah, guten Tag. Wie haben Sie mich gerade eben genannt, Digga? Mit der Glatze würde ich mal nicht so. Besser ist es. Vielleicht war deine Mutter, du. Digga, du bist der ganze Pimmel. Was willst du von mir? Alter, ey. Ich hol gleich ein Edding, mach dir einen perfekten Strich auf die Mitte deiner Glatze und ich schwör bei Gott, du siehst aus wie mein bestes Stück. Jetzt wartest du mal hier, ne? Ja, fass mich nicht an, Digga. Digga, wenn du krank bist, zählst du als Geschlechtskrankheit. Machst du gerade währenddessen den Einreisebogen? Du willst mich doch verarschen, oder? Du dreckiger Hund. Nein, ich mach den Einreisebogen. Ja, ich glaub dir kein Wort hier. Wie bricht man den ab? Hilfe, ich hab angefangen. Maximale Merkmale einer Fraktion. Fuck! Du willst dieses Spiel spielen? Wir spielen dieses Spiel, Digga. Ich lese jetzt das Regelwerk. Bei ihm haben sie eine... Ey, du Vogel, Alter. Ey, was willst du von mir, Glatzkopf? Was ist ein VDM, Kopf? Ich hab keine Ahnung, weißt du? Ich glaube, es ist jemanden töten. Und Police für einen Ladenraub? Sag mal an. Ja, das waren auch 5 Polizisten. Ich guck jetzt im Regelwerk. Police für einen Ladenraub? 3. Du Digga. Nein, ich hab noch nie gelogen, Bruder. Ich glaube, du kannst nicht richtig lesen. Zahlen funktionieren ein bisschen anders heutzutage. Ja, mit deinem Kopf oder was? Yo, du Vogel. Ja, was geht? Alter, hast du nicht mehr alle? Komm mal her hier, Alter. Lass mal einsteigen. Ja, komm mal rein hier. Ich hab die Top-Karre erst gerade eben frisch gewonnen, weißt du? Weißt du, wenn du willst, können wir ein kleines Geschäft aufmachen. Ich hatte schon die Idee, weißt du? Wir könnten Attraktionen erstellen, weißt du, wie Zoo oder, keine Ahnung, Theaterstücke, weißt du? Bitte halt's Maul. Aber die Leute bezahlen einfach nur, um deine Glatze anzufassen. Ich glaube, das haben die noch nie gemacht, weißt du? Warte, Digga, wirklich. Warte, wie heißt du? Mein Name ist Justus Bauer und, Henry Gurke. Sir, warte mal, woher wissen Sie meinen Namen? Ach, das habe ich schon. Aus meinem Auto! Sie sind doch kein Magier oder sowas. Ich will damit nicht in Verbindung gebracht werden. Guck mal mein Outfit an. Wie findest du das? Digga! Also ich finde, du siehst klasse aus. Ey, was ist jetzt hier los? Der Karnel. Ey, Karnel, halt die Fresse. Anyway, warum verfolgt mich jetzt der Karnel? Ey, kannst du ein bisschen Magie hier machen oder sowas? Schwing. Ja, anyway, ich fahre die mal zum Krankenhaus. Die sehen immer alle ein bisschen psychisch krank aus. Scheiße, wir haben jetzt eine ganze Kolonne. Was hast du getan? Arzt! Ich glaube, ich habe männliche Periodenschmerzen. So, haben Sie jemals männliche Periodenschmerzen gehabt? Die tun weh monatlich 1-2 Mal. Karnel, es reicht. So, also. Komm her. Ja, ich bin hier, mein Freund. Aber jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, die haben schon Verstärkung gerufen, die Engel. Ich muss schon sagen, der Fukuhila steht dir richtig gut. Ja, ne? Ja, damit würdest du viele Bitches abbekommen. Oh, da ist ein Administrator. Flieg um dein scheiß Leben, Kollege. Aber wo war mein Kollege am Flughafen? Wer ist denn dein Kollege? Das ist, Kollege halt, ne? Ja, okay, dann nenne ich einfach Kollege. Ey, Kollege! Der ist doch nicht da, der muss die Einreise machen. Aber wir sind safe so hier, Leute. Nein, er hat mich verlassen! Nein! Oh, da bist du wieder. Ich dachte ganz kurz schon, du hättest die Scheidung eingereicht hier. Ich habe einiges mit dir vor, mein Freund. Freund! Alter! Ich will eigentlich nicht fahren. Ich mach schon, keine Sorge. Du kannst aber nicht fliegen. Oh, achso, du willst fliegen. Ja, schau mal, wo ein paar Leute sind, ne? Du kannst viel besser sehen als wir. Ey! Jungs! Ey! Hey! Hallo! Ey! Wer redet mit uns? Weil du 40...
denn? Ich will hier raus. Ich will hier irgendwie ein bisschen raus. Der Junge macht's nicht richtig. Ich kann nicht drauf bein. Ja, dann mach doch weg, Digga, du Spaß. Ah, nee, komm, das ist doch Arsch. Das ist doch Arsch, weißt du? Das ist doch Arsch. Es ist scheiße heiß. 80 Grad gefühlt. Troller. Selber Troller. Well, dann war's nicht Renegade. Okay, geh mal auf Supremo. Dann muss ich jetzt wahrscheinlich 20 Minuten warten, aber in der Zeit tue ich einfach durchlüften oder so eine Scheiße, Digga. Oh, ich lebe ja. Let's go. Oh, das ist ein schönes Auto. Ja. Warum liegt es denn auf dem Dach? Das auch nicht. Ja, können Sie nicht Auto fahren oder was? Nicht wirklich. Können Sie da helfen? Ich helfe hier niemanden. Vor allem nicht Leute, die Jeff Bezos ähnlich irgendwie in Wände fahren und dann ihr Auto auf den Kopf stellen. Das ist schlau, ne? Nee, das war nicht das Klügste. Egal, nimm mich als Geisel. Nimm mich als Geisel. Ja, ich nehme dich als Geisel. Komm jetzt schnell her. Was zum F*** ist hier passiert? Ja, retten Sie das Auto los. Oh Gott. Ah! Wofür war das denn? Das wird wohl nichts mit deinem Auto. Ihr fetten, hässlichen Glatzköpfe! Guten Tag, können Sie mich hier rechts eventuell rauslassen? Ich bin hier aus Versehen drin. Kann ich aussteigen jetzt? Ja, können Sie. Dankeschön. Was ein Kackserver, ey. Den war ich noch nie. Zumindest denke ich das. Rein da, Jalan. Seit heute früh in Freiheit. Und abends schon im Nightlife. Nee, finde ich gar nicht schlecht, actually. Hat irgendwie so einen kleinen Taktgefühl, weißt du? Henry Gerke. Yeah, da. Aha, Gucci-Dinger. Das passt mir. Da, zack, Skinhead. Bruder, langsam wird's kritisch so gut aussehen, bin ich. Oh, was sehe ich da? Warum sind da doppelt NPCs, wo am Ende einer stehen sollte? Ich bin mir ziemlich sicher, da sollte nur einer stehen. Hier, um eine Missionslobby zu betreten. Schnelles Geld, schnelles Leben. Nein. So, Führerschein-Mission, okay. Tägliche Belohnungen. Ey, der Shit ist real, 4 km/h. Hui, hui. Moin Leute, Timex hier. Guten Abend. Ah, Sir, Etzela ist Schluss. Entschuldigung, sind Sie zufälligerweise irgendwie Fahrlehrer oder sowas? Nee, zufälligerweise nicht. Können Sie mich zufälligerweise zu irgendeinem bringen oder so? Ich habe keinen Plan, wo welche sind hier. Aber Sie haben doch schon Führerschein, wir kennen doch bestimmt einen. Nee. Soll ich dir mal ein Geheimnis sagen? Sag nicht, du hast keinen Führerschein. Aussteigen oder es knallt alle beide. Wow. Bleiben wir mal... Was ist das für ein Schwanz? Fahr erstmal ums Eck, ich fühle mich bei diesem Fukuhila-Dude da hinten nicht so sicher. Der Mann, der hat irgendwie Probleme. Sieh ihn dir an. Es sind beide nackt. Dir wird der Schwanz massiert. Und es ist nichts Sexuelles. Sir, ich habe mit dir ein Problem zu besprechen. Okay, scheiß drauf. Ah! Was ist das? Ach Gott, der... Ja, das ist ja geil gewesen, ne? Okay, fuck it. I'm going crazy in GTA-AP. Die kann man lutschen. Ah! Jungs, chill doch, ich hab schon nicht funktionierende Beine. Alright, jetzt fühle ich mich irgendwie ein bisschen sicher. Wohin soll's denn gehen? Dann fahr mich mal zu PD oder sowas. Oh, ist ja einiges los. Ah! Entschuldigung, ich würde gerne eine Anzeige machen. Ich bin kein PDler. Ich würde gerne eine Anzeige gegen diesen Motorradfahrer machen, der gerade da hinten allein schon jetzt schon wieder zwei Leute umgefahren hat. Die haben das vor ihren Augen gesehen und machen das nicht. Ich bin Medic, das ist von mir. Also ich finde schon, dass Teil ihrer Pflicht ist, auch sich um uns zu kümmern. Hallo, könnt ihr mal aufmachen hier? Ich würde gerne eine Anzeige erstellen. Ob ich sie bewerben kann? Achso, sind sie nicht der Chief vom MD? Oder ich kann das nicht mehr. Der Server ist Müll. Ich bin der Nächste! Hallo. Rennen ist hier verboten in den Gängen! Ah, oh, okay. Ja, was ist denn? Ja, also einmal habe ich draußen jemanden anzeigen wollen, weil der mit seinem Motorrad die ganze Zeit Leute umfährt. Mich unter anderem, wissen Sie? Ja, mich hat er auch schon... Fährt der gerade draußen noch rum? Ja, der fährt draußen noch rum, ja. Dann gucke ich mir's mal an, ne? Knapp in dir, Tiger. Da, links ist er, da. Bitte steigen Sie nun auf Ihr ultraschnelles Hardcore-Gefährt und bitte nehmen Sie die Verfolgung auf. Hallo? Also Sie haben gesagt, Sie schauen sich das mal an, das haben Sie wortwörtlich gemacht, ne? Einfach nur angeschaut und nichts gemacht. Einfach nur mit Ihren trockenen Augen auf dieses Motorrad starren. Ich tue erst was, wenn ich das Wort... Okay. Sie haben zwei Zeugenaussagen. So, ihr ab sofort bin ich das PD, ich lasse niemand mehr rein. Ja, ist das scheiße. Gibt's niemanden, der gefangen ist? Nee. Ich tue mir das nicht an, lalala. Ab und zu möchte ich für FM leicht sterben, so. Die Lieder sind einfach so dermaßen... Das ist okay. Warten wir 15 Minuten. Oh. Guten Tag. Eigentlich bin ich ja schon drinnen, aber ich bin hier einfach tot eingeschlafen. Wir machen gleich nochmal einen kurzen Crashkurs, okay? Also einen kurzen Crashkurs in Sachen, ich muss nochmal die Einreise bestehen. Ja, die zumindest. Ja. Alles klar, gut, dann warte ich. Worauf? Ja, auf Sie, dass wir die Einreise machen können, den kleinen Crashkurs. Ich bin bereit. Monatsblutung? Das kann möglich sein. Das haben die Frauen ja öfters mal. Ist mir auch schon mal passiert. Dann können Sie sich ja mal bitte hinsetzen. Ich bevorzuge es zu stehen. Ich mache dann jetzt nochmal einen Crashkurs für die Sicherheit. VDM, RDM? VDM ist mit Auto umfahren, RDM. Der ist ohne Grund erschießen. Danke, ja. Dann viel Spaß. Dankeschön. Yeah! Junge, mein Gehirn. Nicht sterben, Henry. Ach komm, fuck it. Oh.
Oh, da bin ich mit dem Fuß hängen geblieben. Ah. Oh, Army Boy, bitte gib mir mein Autotoy. Oh, mit Karte kann man nicht bezahlen. Oh, ich werde heute so in den AGB. Es tut dir schon weh. Und jetzt einer des Servos seine Kondition erhöht. Fuck. Hallo, bitte. Ah, hallo. Bitte, einfach zum Würfelpark. Wie bist du denn hier gelandet? Ich bin aufgewacht und dann haben mich die Einreisebehörden anscheinend wieder in die Einreise gepackt. Und dann musste ich noch einmal eine Einreise machen, ja. Das zweite Mal. Das hat mich ganz schon in den Arsch gebumst, aber alles gut. Dafür habe ich eine Lunge, die ist fernähnlich. Bitte, gleichfalls, ne? Den hätte ich normalerweise auch gern getrollt, aber das Problem ist, Junge, der ist nett. Das bricht mir das Herz. Pedowagen. Verfolge den Pedowagen, habe ich im Auge. Sir, ist das Ihr Wagen? Ja, ist meine Karre. Ich wollte fragen, so kann ich mal in den Kofferraum schauen, rein theoretisch. Nein. Warum denn nicht? Verstecken Sie da drin zufälligerweise irgendwas oder so? Tatsächlich eigentlich nicht, aber ich mag es nicht, wenn andere Leute meinen Kofferraum angucken. Ja, ich verstehe es. Normalerweise respektiere ich die Entscheidung auch. Allerdings, Sie wissen doch, was so ein Wagen eigentlich ist und bedeutet, oder? Ja, aber ich weiß nicht, was Sie jetzt mit mir verbinden. Sie wissen doch bestimmt, dass so ein Wagen immer in Verbindung mit etwas Negativem steht. Ich hoffe, ich muss es jetzt nicht aussprechen, oder? Wir wissen es doch beide. Ich verbinde das Auto nicht mit irgendwas Negativem. Es hat genug Platz, ne, wenn man mit mehreren Leuten fährt. Mit mehreren Leuten, aber das Alter dieser Leute ist auch wichtig, wissen Sie? Oh ja, geht. Was meinen Sie bitte mit geht? Das können nur ältere fahren, das können auch jüngere fahren. Und Sie haben diese Erfahrung mit den Jüngeren gemacht, oder wie? Ich habe mal welche mitgenommen, weil die ein Taxi brauchen. Aha, okay, okay. Das Ding ist, das ist allerdings irgendwie natürlich ein bisschen dahergelogen, das wissen Sie auch irgendwie, ne? Nee. Weil so ein Wagen, das steht eindeutig für etwas Negatives, was jetzt keiner von uns in den Mund nehmen sollte. Drecksack. Alles klar. Ich kenne dich irgendwo, ja. Ja, okay. Also daher, könnte ich einmal Ihren Namen eventuell kriegen oder sowas? Wieso? Einfach eventuell mal eine Anzeige auszustellen. Ich habe kein Problem mit ihm, aber gehen Sie bitte mit irgendjemandem anderes auf den Sack. Weil ich so eine Karre fahre, ist noch lange nicht, dass ich illegale Machenschaften. Ja, auch, dass Sie irgendwie hinten nicht in den Kofferraum schauen lassen wollen. Also, das ist halt persönlich... Ja, ist doch meine Karre. Ja, natürlich ist es deine Karre, aber Digga, wer solche Wagen fährt, dann muss ich auch dem Risiko bewusst sein, dass mal da hinten reingeschaut wird. Und dann, wenn du was da drin versteckst, dann weiß ich ja nicht. Ich meine, du hast schon selber zugegeben, dass die Kinder und Männer eventuell mitgenommen hast. Beispielsweise der Kollege da auf dem Roller. Stell dir vor, der hätte jetzt kein Roller. Dann würde ich den mitnehmen. Das ist ein Recht. Ist das irgendwie ein Objekt, das man einfach so mitnehmen kann, oder was? Ja, natürlich. Wenn der ein Taxi braucht. Nee, natürlich. Ja, klar. Dann zwingen sie ein Taxi auf ihm, oder was? Wo ist die moralische Grenze? Hallo, man kann nicht einfach Leute einpacken. Natürlich kann ich die einfach mitnehmen, wenn die ein Taxi brauchen. Kann ich dich auch einfach mitnehmen, wenn du ein Taxi brauchst, ne? Ja, natürlich. Und wenn ich nur sage, dass du ein Taxi brauchst, obwohl du selber sagst, dass du kein Taxi brauchst, hä? Dann ist was anderes. Dann brauchst du ein Taxi? Soll ich die irgendwo fahren? Ja, also ich meine, ich will jetzt mich nicht da hinten zu den Minderjährigen gesellen, wissen Sie? Da ist keiner drin. Dann zeigen Sie mal. Machen Sie mal einen Kofferraum auf. So, gucken Sie rein. Okay, ich sehe schon. Okay. Ja. Ich sehe da ein bisschen Kinderspielzeug. Ich weiß jetzt nicht. Haben Sie Kinder? Ist ja nichts, oder? Gucken Sie mal genauer. Da ist ein kleiner Teddybär. Ich weiß nicht. Sind das rote Flecken? Ich sehe tatsächlich nichts. Ich glaube, ich habe da gerade ein Lachen gehört. Ich bin mir ziemlich sicher, da war ein Lachen. Hallo, Kind, wenn du mich hörst. Ich bin da. Ich kann dich retten. Ist das ein FMP-Auto? Sir, bitte fahren Sie weiter. Wir machen hier gerade eine Kontrolle auf Pädophilie, ja? Nein, der Junge ist verrückt. Ich habe gerade eben ein Kinderlachen gehört. Ich bin ziemlich sicher. Und ich bin nicht der Einzige. Ja, siehst du, er hat's auch gehört. Ja, Stimme im Kopf. Ich höre die Kinder, die in deinem Wagen chillen irgendwo. Ey, Sir, ja, versuch zu fliegen. Ey, Bruder, ich kenn dich irgendwo, ja? Warum sagt mir das heute jeder? Nein! Alright, ich geh mal langsam auf den Weg, ne? Mein Fahrgeh und ich sind beste Freunde. Ja, oh, ja, oh. Leider haben sie mir meinen Jungen vergrault. Meinen guten alten Pedo-Jungen. Ah, okay, ich hab's kapiert. Du kannst meine Karre haben. Oh, würde ich auch nehmen. Ich bring sie sicher wieder zurück, ja? Oh Mann, ich wünschte, ich könnte meinen Pädophilen wiederfinden. Immer schon, ob irgendjemand beim Strand chillt. Ich fühle keinen Motor eingeschaltet. Wie ist denn das jetzt passiert? What the fuck? Der fährt einfach nicht mehr. Tja, tut mir leid, Grovler. Dein Auto hat mich leider im Stich gelassen. Das ist immer noch das Beste, was mir heute jetzt passiert ist. Entschuldigung! Könntest du mich kurz mitnehmen eventuell? Na klar. Sehr lieb. So, dankeschön. Ja, einfach irgendwie hierhin. Kurze Frage, weil ich ein bisschen verwirrt bin. Sitzt sie eine Frau? Nein, warum denn? Achso, sie haben eine ziemlich höhere Stimme, deswegen. Haben sie eine Waffe für mich? Eventuell. Wie viel würdest du denn zahlen? Ich habe halt leider gar kein Geld. Ja, leider nicht. Tut mir leid. Arme Leute, Mensch. Also wirklich. Okay. Tja, wenn euch das Ganze gefallen hat, nicht gerne vergessen, ein Like oder ein Abo dazulassen. Ich bin auch René Goke. Ich bin raus für heute. Super hot, just liebe dein Tanktop. Fuck, Henny, Digga, du bist einfach super hot. Just liebe dein Tanktop. Diggi, du bist halt doch einfach mein Daddy. Ich bin ready, ja, du bist so süß. So wie Honey, ja, du hast das Money. Ja, du hast das Money.